Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play der Herr der Ringe Online. Auch hier sage ich's, gestern habe ich die letzte Folge Herr der Ringe Online aufgenommen, aber konnte sie erst heute früh hochladen. Tut mir leid, es ging gestern leider zeitlich nicht anders. Heute kommen jetzt noch die Herr der Ringe Online Folge und danach noch Blacks Fazit. Die restlichen Folgen für heute und natürlich auch die gestrigen sind schon auf YouTube. Ja, das letzte Mal haben wir mit Bodro einen Verräter entlarvt. So hieß auch die Folge. Wir haben mit Hauptmann Farnbach gesprochen. Er wollte und hat uns weiterverwiesen an, wie hieß er jetzt, verdammt. Das kann ja nicht wahr sein. An einen anderen Mann, wo ich gerade den Namen vergessen habe. Seinen besten Mann angeblich, und der hat uns geschickt, um die Quelle der Wölfe ausfindig zu machen. Aber es war eine Falle. Er ist ein Verräter, ist leider nicht öffentlich bekannt. Gut ist Cornelius. Cornelius, den Nachnamen muss ich noch schauen. Gut ist, dass uns der Gefängniswärter glaubt. Und für Streiche haben wir halt die Atlaspflanzen besorgt. Also die Königskrautpflanzen, die hat er jetzt. Und genau, jetzt gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Wir müssen jetzt als nächstes wieder mit dem Hauptmann Farnbach reden. Wie hieß er denn? Cornelius? Na, ich muss schauen. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier in Archit, aber irgendwie... Ah, jetzt kommen die Modelle. Sind die Modelle nicht da, wollte ich schon sagen. Wir haben seit dem letzten Mal auch hier die Haltung Stärke, weil wir gelevelt sind und haben einmal eine Falle ausprobiert, ansonsten haben wir nichts Neues. Erstmal das Hobbit-Geschenk, kriegen wir ja jeden Tag. Sehr mal das Geschenk. Bescheidener Haufen Kupferreste, das ist für uns nur zum Verkaufen, gibt uns aber immerhin 100 Silber. Das ist doch schon mal sehr schön. Jetzt muss ich kurz nachschauen, sonst habe ich keine Ruhe, wie der Kerl heißt. Cornelius Strohlehm. Jetzt weiß ich's, Strohlehm. Ach Gott, ich habe den Namen eben beim letzten Part im Video geschrieben, aber jetzt vergessen. Okay, mal sehen, was Hauptmann Farnbach meint. Wie gesagt, der, Gefängnishüter glaubte uns und Otto der Räuber wollte uns erst verarschen, weil er meinte, ja, könnt ihr Strohlehm im Kampf mich mögen, ich bin unschuldig, ja, aber hat nichts gebracht. Mal sehen. Wie könnt ihr das sagen? Cornelius Strohlehm ist mir gegenüber schon seit seiner Zeit als kleiner Junge loyal. Ja, genau das sollst du denken. Das ist eine ernste Anschuldigung, Bodro. Cornelius Strohlehm hat mir und dieser Stadt treu gedient, seit er ein kleiner Junge war. Ja, darauf hat ja Cornelius auch, dass uns sowieso keiner glauben wird, dass wir ihm sagen können, was wir wollen. Und er hat auch gemeint, Farnbach wäre ein Narr. So, wir holen uns aber die zerschlissenen Lederstiefel. Im Moment haben wir leichter gepolsterte Schuhe. Weil das letzte kriegen wir nicht, das ist eine schwere Rüstung. Es wäre wohl ratsam, eurer Behauptung nachzugehen. Aber sowas von... Da kannst du Gift aufnehmen, dass es ratsam wäre. Belagerung im Süden heißt die neue Quest. Spricht Hugo die Wahrheit über seinen Gefangenen? Wenn ja, wäre es klug, Ottos Drohung über die Gefahr im Süden zu untersuchen. Ich werde Cornelius Strohlehms lebenslange Treue nicht anzweifeln, wenn es keine Beweise statt Gegenteiligen gibt. Ach, ich verstehe ihn ja. Ich verstehe, dass er seinem Mann vertraut, aber in dem Fall liegt er falsch. Aber wenn ihr und Hugo mit euren Vermutungen recht habt, wird dies für uns zu einer äußerst schlechten Situation werden. Karl Schösslingshof befindet sich südlich von hier, nahe dem Tor zur Stadt Schlucht. Wer etwas in Augen liegt, wird er davon wissen. Im Argen. Wir sollen mit ihm reden und wir bekommen dafür einen Webumhang. Aber zuerst werde ich natürlich jetzt hier den... das neue Anlegen. Da sind die Kupferreste und hier sind die neuen Lederstiefel. Ja, sehen gut aus. Sieht man ja gerade von hinten schön.
Fangen wir doch von vorne an kurz. Ja, passen. Und ja, wir haben beim letzten Mal hier die Attilas und die Celebrant-Salben bekommen. Die würde ich gerne in einen Quickspot legen. Wenn man das kann. Ja, kann man. Gut. Ja, für den Fall. Es ist halt Heilung von Mana und von Leben. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen, aber für den Fall. Und dann gehe ich hier schnell zum Waffenhändler. Verkaufen. Hallo. Von den Kupferresten und den alten Schuhen. Da. Und ja, dann brechen wir wieder auf. Jetzt kommen schon wieder mal, was der Hauptmann Farbach jetzt noch zu sagen hat. Karl Schöstlings Hof ist südlich von hier, hinter Bronn des Tierbau, wenn er der Straße nach Schlucht folgt. Ich hoffe, dass Karl wieder Ordnung in dieses Chaos bringen kann. Werden wir sehen. Hier gibt es aber noch einen weiteren, der... zwei sogar. Ach, die beiden Hobbits. Die Saladine Brandybock und der Mundsack haben Beutel, die noch was von uns wollen. Amdir sieht heute so anders aus. Süßer Heidelbeertee. Amdir sieht ganz anders aus als letzte Nacht. Wenn ich ihn ansehe, scheint es, als wäre er nur noch ein Schatten. Als wäre er gar nicht wirklich da. Dann läuft es mir kalt den Rücken herunter. Ja, er hat ja, also Streich hat von uns das Königskraut bekommen, aber es ist halt, wir wissen halt nicht sicher, ob es wirkt. Es hängt von Amdirs Willenskraft ab. Dass er nur noch ein Schatten ist, ist ganz schlecht. Ich habe gesehen, wie Streicher eine Salbe aus Königskraut für seine Wunde gefertigt hat. Aber mein Mütterchen hatte immer ein anderes Heilmittel parat, wenn sich mein junger Brandybock einen hässlichen Splitter eingezogen hatte. Süßen Heidelbeertee. Gestern Nacht habe ich an dem Gewässer südlich von hier Heidelbeeren gesehen. Also müssten sie gerade reif sein. Ich würde so gern einen Tee für den armen Amdir zubereiten. Wir sollen 4 Heidelbeeren sammeln und kriegen dafür Pilze. Wir wissen ja, Pilze sind das Lieblingsgericht der Hobbits, deswegen... mach mal. Außerdem hätte ich auch gern, dass der Amdir überlebt. Ich werde gleich Steyr nochmal ansprechen. Ich hoffe, dass Amdir nach Mütterchens Tee etwas besser geht. Der Tee hat mir immer geholfen, wenn ich krank war. Ich mag sie. Sie ist echt sehr aufmerksam. Müsste sie nicht. Und was will Mundo? Hey, ihr da! Ein sehr leerer Magen. Okay, er will was essen. Hey ihr, Hobbit, ihr da! Wann habt ihr zuletzt etwas zu essen bekommen? Ich habe seit dem Frühstück kein Bissen mehr gekriegt und bin am Verhungern. Das hat er ja beim letzten Mal auch gesagt, wo wir in der Stadt ankamen vor 2 Folgen, dass er am Verhungern ist. Sie haben mir nur etwas lausiges Brot mit Marmelade gegeben. Hattet ihr etwas Besseres? Nein, Mundo, ich habe gar nichts gegessen, danke der Nachfrage. Ich würde alles für eine richtige Mahlzeit geben. Ich glaube, ich habe noch nie so schlecht gegessen. Wenn ihr mir etwas Richtiges zu essen bringt, etwas Fleisch, werde ich euch reichlich belohnen. Wenn ihr euch beeilt, werde ich sogar die Reste mit euch teilen. Keilerfleisch 4-mal, also 4 Wildschweine töten für einen Kupferband. Ja, Mundo, finde ich, er ist halt übelst Sackheimbeutlin, er ist halt nicht gerade freundlich. Was tut ihr noch hier? Füttert ihr mich gerade? Habt ihr einen versteckten Essvorrat? Nein? Dann macht euch endlich auf den Weg. Genau deswegen. Wir sind ein Hobbit. Ich verstehe, dass das zu den Menschen so ist, aber zu uns als Hobbits könnte der echt freundlicher sein. So, Amdir, wie geht es dir? Weil er sieht wirklich nicht gut aus, wir können ihn aber nicht ansprechen. Okay, ich würde gerne als erstes die Heidelbeeren suchen, ehrlich gesagt. Deswegen werde ich die jetzt hier als Fokus nehmen. Die scheinen mir nämlich leichter zu sein als... weil bei dem einen müssen wir Wildschweine jagen und bei dem anderen müssen wir direkt hingehen. Was? Räuber sind doch nicht das Sündel für grausige Behauptungen. Ja. Mit dem tollen Cornelius, haha. So, ich gehe wieder auf den Wegen. Und wie beim letzten Mal, ich darf nur die an, die mich angreifen. Es sei denn, ich sehe jetzt Wildschweine. Da ist ein Wolf. Wölfe greife ich nur an, wenn sie mir was tun wollen. Da ist auch ein Wolf. Das mit den Heidelbeeren hatte ich als Mensch übrigens nicht als Aufgabe. Also ein bisschen unterscheiden sich die Aufgaben schon. Obwohl ich auch als Mensch in Archit war. Haltung, Stärke. Im Moment haben wir nicht den Buff wegen der Hoffnung drin. Das ist irgendwie doof. Wo wir gerade hingehen, waren wir halt noch nie. Okay, ich gehe jetzt doch mal durchs...
durch die Wildnis. Ich weiß nicht, wie viel Gold schaffen. Ich würde gerne die Heidelbeeren schaffen zumindest und die Wildschweine. Da sehe ich doch ein Wildschwein. Nein, bleib hier. Borstenfellferkel. Weil jetzt gleich die Knall dran ist, ein bisschen blöd. Das macht uns schon Schaden. Moment, Cooldown wird noch. Okay, aber wir haben es getötet. Frisches Keilerfleisch einmal. Und außerdem eine räudige Tierhaut zum Verkaufen. Wir haben es zumindest eins getötet. Und ich sehe keinen Ring mehr. Schwarzwold. Hallo Mensch. Na, du bleibst schön hier. Ach, der kommt zu uns. Ist ja nett. Tja, kein Bogen, wa? Schon scheiße, wenn man keinen Bogen besitzt. Ich hab beim letzten Part euren Wolfsmeister geschlagen. Da macht mir ein einzelner Schwarzwold keine Angst. Und tot. Zerbrochene Schwertsteine und zerbrochenes Kurzschwert. Auch beides zum Verkaufen, nur. So. Ich sehe keinen Ring mehr. Hier müssten... Da ist noch ein Ferkel und hier ist noch ein Ferkel. Ja, okay, das Ferkel stirbt relativ schnell. Räudige Tierhaut. Wo war denn das da oben? Sehe ich jetzt schon wieder nicht mehr. Die Frage ist, wo wir die Heidelbeeren hier finden. Ach, das war hier, glaube ich, irgendwo, ne? Hier ist relativ dunkel. Ja, hier sind Ferkel. Oh, ein Schwarzwold. Du kommst mir jetzt ungelegen. Den habe ich gerade nicht gesehen. Aber der hat auch keine Chance gegen unseren Kampf-Hobbit, dass wir mit der Falzenbande angelegt. Wir haben starke Freunde. Dir werden die Freunde aber nicht mehr helfen, mein böser Schwarzwold-Gegner. Du wirst sterben. Da ist noch ein Schwarzwold. Zu weit weg. Ach, das ist mal ein Fernkämpfer. Die Nordländer so zusehen, dass sie endlich herkommen, diese Nordländer. Aber der ist auch erledigt. Ferkel töten, da ist noch ein Schwarzwold. Dreimal Keilerfleisch. Wo kommen denn die ganzen Schwarzwolds her? Da, da läuft er. Ist, glaube ich, sogar eine Sie, Schlägerin. Geht doch, verschwind doch einfach mal. Ja, ist eine Sie. Verschwind doch einfach mal aus unseren Landen. Eine Bogenschützin. Und sie ist tot. Und da ist ein Heidelbeerstrauch. Sehr schön. Haben wir ihn auch mal gefunden. Was stand da? Habe ich gerade nicht lesen können. Ein Strauch voller dunkelblauer Beeren. Gleich mal sammeln. Wir verlieren gerade wieder Leben. Okay, da ist der zweite. Die sind also hier am Fluss, gut zu wissen. Aber schön, dass man die Heidelbeeren und die Wildschweine in einem machen kann. Da ist noch ein Heidelbeerstrauch und dann fehlt noch einer. Und Wildschwein fehlt auch noch eins. Und wehe, Munde gibt mir nichts. Er hat ja gesagt, dann teilt er auch mit uns. So, die Heidelbeeren haben wir. Anzahl gesamter Heilbeeren von 4, die sollen wir jetzt zurückbringen. Ich will nur noch schnell das eine Wildschwein suchen, weil dann können wir gleich beides in einem machen. Oh, Alter, die Schwarzwolds. Verschwindet doch mal von uns. Ernsthaft, ihr geht mir auf die Nerven. Ja, leider dieser Nahkampfangriff, der braucht eine Weile Cooldown, bis man den wieder machen kann.
Aber an sich sind die nicht wirklich gefährlich. An sich kriegt man die Kleinen. Na und Schwarzwold. Die sind hier echt überall. Und der hat ja irgendwie gerade einen Feuerschaden mit seiner Axt gemacht. Man merkt schon, die machen sich hier für einen Angriff bereit. Gefällt mir ja gar nicht, dass hier überall die Schwarzwolds rumlaufen. So. Ich würde jetzt gerne... Da ist ein Ferkel. Gut, damit haben wir das vierte, den vierten Keiler. Jetzt können wir zurück nach Arhat gehen und für die beiden Hobbits die Quest abschließen. Oder nein, jetzt mache ich das mit Karl Schössling, glaube ich. Das Fokus festlegen, damit wir gleich dann alles machen können in einem. Aber das waren jetzt einige Schwarzwolf, die wir gekillt haben. Ich meine, unser Hobbit ist ziemlich stark, ne? Der macht die Menschen ganz schön platt. Dämmerwölfe. Dämmerwolf. Ach, hier ist die Ruine. Hier ist die Ruine vom der letzten Folge. Die ist aber uns jetzt natürlich egal. Es hieß ja, die wären auf dem Weg zur nach Schlucht. Das war ja auch ein Dorf oder eine Stadt. Auf jeden Fall eine Ortschaft. Ja, man merkt schon, die Wälder hier sind nicht ungefährlich. Weil auch die Keiler waren jetzt nicht so ungefährlich. Obwohl es nur Ferkel waren, also nur kleine. Und die Schwarzwolds, ja, mittel, würde ich behaupten. Ich meine, die waren jetzt nicht übel stark, aber... ganz ungefährlich waren die auch nicht. Okay, jetzt sind wir aber gleich hier. Ach, hier waren wir schon mal, ne? Ja, hier waren wir schon mal mit dem Knecht. Erstmal rede ich mit dem Vorratshändler hier, weil wir haben ein bisschen was zu verkaufen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Und zwar räudige Tierhaut, zerbrochene Schwertscheiden. Zerbrochene Kurzschwert und zerstückelte Schwertscheiden. Brauchen wir alles nicht. Ist nur Verschwendung bei uns. So, jetzt reden wir mit dem Karl Schössling hier. Ihr seid fremd hier, was? Ihr seid das Beste, das uns heute widerfahren ist. Das Beste? Wenn ein Hobbit das Beste ist, was einem Menschen passieren kann, dann ist einiges passiert. Ein Fremder, was? Wenn Farnbach euch geschickt hat, lasse ich euch herein. Ich fürchte, es ist das Beste, was uns heute den ganzen Tag passiert ist. Unsere größte Hoffnung beruht auf Hilfe von unseren Nachbarn aus Schlucht. Sie werden Archit nicht in die Hände von Räubern fallen lassen. Wenn die noch leben, geht nach Schlucht und bittet um Hilfe gegen die Gefahr der Schwarzwolds. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ein paar Schwarzwolds haben uns heute Morgen angegriffen. Aber wir haben sie in die Flucht geschlagen. Wir benötigen Hilfe aus Schlucht, der nächsten Stadt. Sie liegt südwestlich von hier, nur eine kurze Reise entfernt. Sie müssen sofort ihre Soldaten nach Aachen schicken, um den Überfall zu verhindern. Und bitte beeilt euch, ich befürchte, die Schwarzwolds wollen schon heute Nacht angreifen. Die Straße wimmelt nur so von Räubern, aber ich bete, dass ihr es dennoch sicher nach Schlucht schafft. Ja, das hoffe ich auch. Kannst du uns noch was sagen? Bitte beeilt euch, Spodro. Ich glaube, die Schwarzwolds wollen heute Nacht angreifen. Ich weiß nicht, wie es geschehen ist. Doch sie sind nun organisiert. Sie stellen eine größere Gefahr dar, als ich mir je hätte vorstellen können. Ja, durch Verräter. So ist das passiert. Der Knecht hat auch eine Aufgabe. Der Willi Weizler. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Wir sollen hier nach drei Leuten suchen. Die mutigen Knechte. Mein Vater und die anderen Knechte sind den Schwarzwolds nach dem Angriff auf unseren Hof gefolgt. Ich glaube, die Schwarzwolds hat nicht erwartet, dass wir uns so stark verteidigen würden, nachdem sie uns überrascht hatten. Es waren nicht viele, aber ich habe sie noch nie zuvor so waghalsig erlebt. Das Problem ist nur, dass sie noch nicht zurück sind. Sie sind nach Osten gelaufen und haben die Schwarzwolds in den Wald getrieben. Das ist jetzt aber schon Stunden her. Ich mache mir solche Sorgen. Könnt ihr sie suchen gehen und sie sicher zurückbringen? Oh je, Banditen in den Wald treiben war keine intelligente Idee. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Mein Vater ist nicht mehr so jung, wie er einmal war. Er sollte es besser wissen und nicht mehr losziehen und Bösewichte verjagen. Ich mache mir große Sorgen um ihn und die anderen.
Ja, ich gerade auch. 10 Minuten haben wir noch. Jetzt haben wir natürlich hier nichts zu tun. Ja, komm, suchen wir erst die drei, weil es gerade angewählt ist. Und danach würde ich dann gerne nach Schlucht. Ich würde es einfach gerne Stück für Stück abschließen. Ja, und das Zierbau. Die erste Leiche müsste dann gleich hier, also was heißt Leiche? Der erste müsste gleich hier liegen, aber ich. Da ist ein Ferkel, das greift uns aber nicht an. Da vorne ist auch ein Ferkel, greift uns aber nicht an. Na, hier, Theodor Waldlich, Knecht. Ich fürchte, das ist eine Leiche. Ich fürchte, die sind alle gestorben. Die leblosen Körper untersuchen, aha. Theodor Waldlich wurde von den Schwarzwolds getötet. Das geht den anderen Zweien bestimmt nicht besser. Wie gesagt, den Banditen in den Wald folgen war auch nicht clever, muss ich sagen. Hier liegt der zweite, auch ein Knecht. Wilhelm Efeuspeer. Schöner Nachname. Nee, Heuspeer, schöner Nachname. Leblosen Körper untersuchen. Wurde von den Schwarzwolds getötet. Okay, und jetzt noch der Walter Weitzler, also der Vater vom Willi. Bei dem sind wir aber auch gleich, also der Wege hier sind nicht wahnsinnig weit. Und eine Schlägerin greift uns an. Du willst mit dem Bogenschützen auf dem Bogenschützen kämpfen? Ja, dann komm her. Ich habe keine Angst vor dir. Abgeschlossen, der Wachsame, ein neuer Titel. Wir haben Level 5 erreicht. Euch wurde ein neuer Titel verliehen. Über das Titelfenster im Charakterfenster oder über das Steuermenü auf der unteren Leiste könnt ihr festlegen, welcher euer Titel angezeigt werden soll. Wir haben ein neues Bonus-Kurzschwert und da ist gar nicht noch eine Schlägerin. Vielleicht ja irgendwas wie Schwarzwoldkiller oder so. Es sieht gar nicht gut aus, ja, würde ich auch mal sagen. Und tot. Geringe Zählerbandsalbe. Oh, sehr schön. Haben wir davon jetzt, glaube ich, eine mehr. Hier haben wir auf jeden Fall den Webumhang plus Beweglichkeit. Beweglichkeit ist wichtig für einen Jäger, den nehme ich gleich mal. Ja, wir haben eine Zählerbandsalbe mehr. Sehr schön. Gegen mehr Mana sage ich nie was. So, Titel gewährt. Der Wachsame, ihr habt die 5. Stufe erreicht, ohne im Kampf bezwungen worden zu sein. Och ja, das nehme ich als Titel. Ich meine, die Herkunft ist nicht schlecht, aber wenn jemand weiß, wer die 5. Stufe erreicht, warum eigentlich nicht? Bodo, der Wachsame klingt doch gut. Ja, hier liegt als Räuberleutnant, ich sehe dich doch. Denkst du, ich sehe dich nicht? Der hätte uns jetzt fast überrascht, aber auch nur fast. Ist aber auch kein wirklicher Gegner. Ja, unser Hobbit ist echt sehr stark. Ist aber auch nur das Kurzschwert. Der hätte mich hier fast übersehen. Ja, auch leblos. Da müssen wir dem Willi leider sagen, dass sein Vater und die anderen tot sind. Willi Weizler wurde von den Schwarzwolds getötet. Kehren wir tragische Neuigkeiten zu Willi Weizler zurück. Ach, Walter heißt er. Ja, wir haben noch 6 Minuten, das, Alter, die Schwarzwolds können wir noch machen, wollte ich sagen. Ja, also mit dem Bogen sind wir sehr stark. Mit dem Bogen noch ein Schwarzwold. Mit dem Bogen killen wir die Schwarzwolds ohne Probleme. Die nehmen da richtig schön Schaden. Ja, um die habe ich kein Mitleid. Die haben hier mindestens 3 Knechte getötet. Und die greifen uns ja auch ohne Zögern an. Ich würde gern noch die Quest abschließen. Ich hoffe, das schaffen wir noch. Also zurücklaufen auf jeden Fall. Obwohl, gehen wir gleich nach Schlucht weiter. Gehen wir gleich nach Schlucht weiter, weil dann können wir beiden Aufgaben zurückkehren. Lohnt sich einfach zeitlich mehr. Vielleicht schaffen wir es ja noch bis Schlucht. Ich hoffe, dort können uns die Leute helfen. Der Umhang gefällt mir übrigens sehr. Da ist ein Dämmerwolf. Da auch. Ja, viele Wölfe in diesen Landen hier.
Obwohl, wir kommen jetzt hier eh vorbei. Ja, dann können wir die Quest schnell abschließen. Wir kommen jetzt hier eh vorbei. Ich grüße euch. Nein, das kann nicht sein. Mein armer Vater und die anderen. Nein, das kann nicht sein. Es darf nicht sein. Ja, ich verstehe seine Trauer. Das hätte nicht sein müssen. Die hätten nicht sterben müssen. Willi schließt seine Augen und ist für einen ganzen Moment still, aber nach einer langen Pause öffnet er wieder die Augen. Ich werde meine Rache an den Schwarzholz bekommen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, Archet wird niemals in die Hänge dieser Hände, dieser mörderischen Unholde fallen. Ich verstehe deine Wut, aber mach bitte nicht denselben Fehler wie dein Vater, weil sonst stirbt er auch. So, was haben wir denn hier? Eine geschliffene Klinge. Wieder angelaufene Dolch. Eine geschliffene Axt. 8 bis 13, 10,2 Schaden über Zeit. Und hier noch ein geschliffener Dolch, auch 10,2 über Zeit. 8 bis 13 Schaden. Ja, da würde ich gerne stumpfe Messer mit ersetzen. Die Frage ist mit was? Die Axt gibt minus Rüstung für den Gegner. Die Klinge plus 1% Brillwahrscheinlichkeit und der Dolch 1% Wahrscheinlichkeit auf kritische Treffer. Ich werde den Dolch nehmen. Weil gerade im Nahkampf haben wir sehr oft, man sieht ja, es dauert eine Weile, bis ich unseren Nahkampf geaktiviert habe. Gerade im Nahkampf haben wir sehr oft, hier gibt es auch einen Zweihänder, aber den können wir natürlich nicht nehmen. Ich glaube, den Speer auch nicht, ne? Nee. Haben wir sehr oft Autoangriffe, deswegen. Die mutigen Knechte abgeschlossen. Würde ich noch gerne anlegen. Das heißt, ich ziehe es hier wieder ins Charakterfenster. Wo ist denn das stumpfe Messer? Das ist der angelaufene Dolch, das stumpfe Messer ist das erste. Gut, dann haben wir jetzt den geschliffenen Dolch und den angelaufenen Dolch und einen einfachen Kurzbogen. Dann das stumpfe Messer im Inventar. Das verkaufe ich noch schnell, weil wir jetzt hier eh schon sind. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Mit dem Schwert schneiden und dem zerbrochenen Kurzschwert. Dass die Banditen alle zerbrochene Waffen haben, ist auch interessant. Ja, okay, wir haben jetzt noch 3 Minuten. Ich laufe noch ein bisschen den Weg nach Schlucht, aber ich glaube, wir schaffen den Weg nicht komplett. Aber der Umhang steht dem Hobbit wirklich gut. Das sieht wirklich, ne? Kennen wir ja auch von den Gefährten. Wie gesagt, ich laufe noch ein bisschen. Schwarzwold, wo bist du? Da ist sie. Ein Spion. Ja, greif ihn doch an. So, und tot. Ich glaube, jetzt müssen wir aufhören, ne? Das da vorne ist ein Ferkel. Ja, jetzt müssen wir aufhören. Obwohl, ein bisschen weitergehen können wir noch. Ja, diese Schwarzwolz hier, man hat echt vor denen kaum Ruhe. Da vorne ist noch einer, oder? Oder ist das ein Ferkel? Nein, das ist ein Ferkel. Die Schwarzwolz tötet ich schon, weil sie greifen mich an. Die normalen wilden Tiere greifen mich zumindest nicht an. Da ist eine Palisade. Vielleicht, ist hier schon, Schlucht. Ach du Scheiße. Lauter Schwarzwolz davor. Wie sollen wir die denn alle besiegen? Ich will eigentlich denen nicht begegnen. Das einzige Tor ist blockiert. Archet ist nur auf sich selbst gestellt. Wollt ihr, dass die Einwohner von Schluchtwild helfen? Ja, du hast Angst vor einem Schwarzwolz, ja? Ja, die machen sich natürlich lustig. Rennt besser nach Hause, ihr kleinen Narren. Einen schönen Tag noch. Euch auch, Arschgesichter. Es wird euer letzter sein. Das werden wir sehen, welchen Tag das der letzte ist. Aber wir müssen jetzt aufhören. Ja, beim nächsten Mal können wir alle Aufgaben abschließen. Das Ferkel hinter uns ist nicht ganz putzig gerade. Beim nächsten Part können wir dann alles abschließen. Dann werden wir erst zu Karl Schössling gehen. Wir kriegen also keine Hilfe aus Schlucht. Die Schwarzwolz haben das abgeriegelt. Vielleicht sogar eingenommen. Ich hoffe nicht eingenommen, aber zumindest abgeriegelt. Und ja, dann eben zu den beiden Hobbits.
nach Arche rein und dann mal schauen. Vielleicht glaubt Farnbach ja dann endlich mal, dass Gefahr ist. Weil Verstärkung gibt es jetzt nicht. Und wir werden es sehen. Auf jeden Fall danke ich wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe auch bei dieser Folge wieder, dass es euch gefallen hat. Und ja, mal sehen, wie viel wir noch haben an Quests, bis dann die Nacht und der Überfall der Schwarzwolz ist. Das wird spannend. Wir werden es sehen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Gehabt euch wohl.